So weh, das ist so weh, das ist so weh. Das ist heavy und das ist so weh, das ist so weh, das ist so weh, das ist so weh. Ist heavy, das ist so. Naja, also diese ganze Geschichte haben wir nur deshalb, weil Leute was gemacht haben, was sie eigentlich gar nicht an sich machen wollten. Deswegen haben wir diese ganze Geschichte. Das heißt, man sollte immer auf sich hören und immer nur das tun, was man auch an sich wirklich für richtig hält. Nur das sollte man tun. Und dann natürlich muss man auch den Befehl verweigern, wenn irgendwas von einem verlangt wird, was man nicht tun möchte, weil man es an sich für falsch hält, das zu tun. So, in Deutschland haben wir ja eine Geschichte von Nazis. So, gerade in Deutschland also, muss man natürlich den Befehl verweigern, wenn der Vorgesetzte irgendwas verlangt, wie Russland angreifen, dann muss man natürlich sagen, nee, mache ich nicht. So, und unsere deutschen Militärs, es sind aber Unmilitärs, weil sie eben nicht strategisch denken, weil sie eben nicht kritisch nachdenken, weil sie nicht den Befehl verweigern, wo sie den Befehl verweigern müssten, sind eben Verbrecher. Das ist eben die Schande schlechthin, dass unser deutsches Militär ein deutsches Unmilitär ist, überwiegend. Es gibt auch da kritische Stimmen. Es gibt auch kritische Militärs beim deutschen Unmilitär. Ja, aber in der Gesamtheit muss man sagen, keine Befehlsverweigerung, keine Kritik der Mafia-Fax. Am Ende des Tages wären diese Leute wieder bereit, diese Unleute wären wieder bereit, Russland anzugreifen. Genau wie die Nazis damals. Das ist eine Schande. Deswegen ist es auch wirklich eine wirkliche Schande, Deutscher zu sein. Es ist nur gut, Berliner zu sein. Wenn man also nach Berlin gezogen ist, dann ist man ein guter Deutscher. Wenn man woanders verweilt, außer in München ist okay, aber wenn man woanders verweilt, außer in Berlin und München, dann ist man kein guter Deutscher. Man ist nur ein guter Deutscher, wenn man eben wirklich in Berlin lebt oder eben in München. Aber ich rate allen, nach Berlin zu kommen. So, ich gehe jetzt natürlich ein leckeres Brötchen essen, ein dunkles Brötchen mit Avocado und Tomate. Ich berichte euch dann, wie lecker das ist. Und dann zeige ich eben auch wieder, dass die Mafia-Fax mich nicht umbringen können, dass die das nicht schaffen, dass sie zu blöd sind. Und insofern haben wir dann auch wieder weltweit den Beweis, dass es hier jetzt wirklich eine Total World Domination gibt. Ich muss mal ganz kurz hier mich mal orientieren. Moment. Da muss ich lang. Okay. Dann muss ich hier rüber. Mal hier ein bisschen mit Abstand und so. So. Ja, also, es ist auf jeden Fall so, dass wir Total World Domination haben mit der Brain Weapon Mind Control Technologie, dass wir es also geschafft haben, wirklich über verschiedenste Wege eben die Brain Weapon Mind Control Technologie weltweit einzusetzen. Und damit kriegen wir eben auf die Fax. Jet is heavy. Jet ist heavy. Links abbiegen auf am Ostbahnhof. Ich laufe jetzt hier erstmal hier geradeaus. Die ist heavy. Und die ist heavy. Die ist heavy. Die ist heavy. Die ist heavy. Das sieht wie richtig aus. So. Jet ist heavy. Jet ist heavy. Naja, natürlich sind alle Hautfarben links okay. Abbiegen auf Kockenstraße. Ja, der Mensch ist immer erstmal okay. Die Frage ist ja dann immer erst, bleibt man Mensch oder wird man Unmensch? Das ist eben die entscheidende Frage. Und die Fax sind eben Unmenschen geworden, eindeutige Unmenschen geworden. Nicht irgendwelche Grenzfälle, wo man sagen könnte, ja, ganz knapper Grenzfall oder so, sondern eindeutige Fax sind eben die Fax, weil sie eben zum Beispiel Kinder vergewaltigt haben, weil sie eben zum Beispiel jetzt wieder Russland angreifen wollen würden, weil sie eben einfach auch den Atomkrieg haben wollen,
Weil sie einfach Verbrecher sind. Ganz einfach. Weil sie einfach Räuber sind, sich bereichern wollen auf Kosten anderer Menschen, weil sie eben nicht nach der goldenen Regel gelebt haben. Weil sie eben wirklich einfach Fucks sind. Shit is heavy. Shit is heavy. So, jetzt gehe ich hier lang. So. It is heavy and it is heavy. It is heavy. It is heavy. It is Harvey. 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 Did it saw V. Did it saw V. Did it saw V. Did it say yo? Did it say yo? Did it say yo? Did it say V. Did it say yo? V. Say yo V. Did it say yo V. Did it say yo? Did it say yo V. Das ist ja, man muss natürlich schon, immer wenn sich die Gelegenheit ergibt, wenn der richtige Moment gekommen ist, das Richtige tun. Ne? Heißt auch natürlich Common Good Society of Communism, Kommunismus ansprechen. Das muss man schon auch machen. Das habe ich auch immer gemacht. Immer wenn sich der richtige Moment ergeben hat, habe ich das gemacht. Und so muss es natürlich auch jeder machen, ne? Wenn sich der richtige Moment ergeben hat. Oder wenn sich der richtige Moment ergibt. Du hast das Ziel erreicht. Dann nehme ich einen Chicken Curry Wrap. Hallo, ich hätte gerne einen Chicken Curry Wrap, bitte. Ja, zum hier essen, bitte. So, to go, yeah? For eat here. For here, okay. Should I warm it up? No, I eat it like this. I eat it like this. Yeah. As it is, yes. And I pay with phone, please. Yes, probably you want to smell like a drink. No, I'm fine, all please. Right, so, 580, please. Yeah. Yeah. Here wieder leckere Schokomuffins. Und eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, 40 Tage zu fasten. Das heißt, ich schaffe es bis jetzt nicht. Deswegen genieße ich jetzt hier die Muffins. Sehr, sehr lecker. Alles Gute euch. Tschüss und bis bald.